Themen am Dienstag. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber tritt zurück. Herzschlagspiel mit Déjà-vu. Und bewegen auch mit Defiziten. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Wir machen Ihr altes Gold zu Geld. Wir kaufen alles von Altgold über Silber, Uhren, Zahngold und Zinn. Ab 5 Gramm Feingold erhalten Sie zusätzlich 20 Euro. Lassen Sie sich ein Angebot machen, bezahlt wird sofort. Investieren Sie jetzt Ihr Geld in Goldbarren und Münzen bei uns zu besten Konditionen. Jetzt neu, Reparaturen von Schmuck jeder Art ab 5 Euro. Ihre Goldmarie in Cottbus an der Oberkirche. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Dietmar Woidke kommt nicht zur Ruhe, die Affäre um den Medikamentenskandal ist noch lange nicht geklärt und schon kommt der nächste Paukenschlag. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber tritt zurück. Nach Günter Baske räumt auch er jetzt freiwillig sein Amt. Ein Familienmitglied soll schwer erkrankt sein, heißt es aus Regierungskreisen. Potsdam TV war für uns bei der Rücktrittserklärung dabei. Die Pressekonferenz in der Potsdamer Staatskanzlei war am Dienstagmorgen eilig einberufen worden. Angespannte Mienen bei Wirtschaftsminister Albrecht Gerber, vor allem aber auch bei Ministerpräsident Dietmar Woidke. Gerber machte es kurz, verlas seine Erklärung. Meine Damen und Herren, bei der Ernennung zum Minister für Wirtschaft und Energie habe ich den Eid geleistet, meine ganze Kraft dem Wohl der Menschen des Landes Brandenburg zu widmen. Aber die erforderliche Kraft für mein Amt und die damit verbundene sehr hohe Arbeitsbeanspruchung kann und will ich aus rein familiären Gründen, das betone ich ausdrücklich, nicht mehr aufbringen. Albrecht Gerber, der aus dem westfälischen Iserlohn stammt, war in den zurückliegenden 28 Jahren in verschiedenen Positionen für die Landes-SPD und die Regierung tätig. Als Pressesprecher, Referent in der Staatskanzlei, als Büroleiter des Regierungschefs, später als Chef der Staatskanzlei und seit der Landtagswahl 2014 als Wirtschaftsminister. Mit Albrecht Gerber verliert Woidke einen seiner angesehensten Kabinettsmitglieder. Die Entscheidung, die Minister Gerber getroffen hat, ist eine sehr schwierige Entscheidung gewesen. Ich respektiere diese Entscheidung und ich möchte mich bei ihm ganz, ganz herzlich bedanken für viele Jahre Zusammenarbeit in unterschiedlichen Funktionen. Zugleich äußerte der Regierungschef sein Verständnis für den Schritt des 51-Jährigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nach den Gesprächen, die wir am Sonntag und am gestrigen Tag geführt haben, die richtige Entscheidung getroffen hat. Die richtige Entscheidung getroffen hat aus Verantwortung für seine Familie und die richtige Entscheidung getroffen hat auch aus Verantwortung für das Amt des Wirtschaftsministers. Wie aus Regierungskreisen verlautete, soll ein Familienmitglied ernsthaft erkrankt sein. Albrecht Gerber bleibt bis zur Landtagssitzung am 19. September im Amt, will aber schon jetzt auf wichtige Termine verzichten. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. Sie sehen mir nach, dass wir am heutigen Tag nicht übers Knie gebrochen schon eine Entscheidung verkünden können. Wir werden diese Entscheidung ganz in Ruhe treffen und haben auch die nötige Zeit bis zur nächsten Landtagssitzung. Albrecht Gerber machte klar, auf den oder die Neue im Amt des Wirtschaftsministers wartet ein Knochenjob, der alles abverlangt. Man braucht gute Nerven und Disziplin, man muss ein dickes Fell haben, man muss nachdenken können, man muss versuchen, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen umzugehen, dass sie auch kritische Sachen ansprechen und sagen, ich falle nicht morgens aus dem Bett und weiß schon alles besser. Albrecht Gerber hat noch keine konkreten Zukunftspläne. Auf jeden Fall soll sehr viel Zeit für die Familie bleiben. Sein Abgang hinterlässt eine Lücke. Wer neuer Wirtschaftsminister von Brandenburg wird, ist aktuell nicht bekannt. Auch wie lange Sozialministerin Diana Golze den Druck noch standhält, bleibt offen.
Sollten wir wieder ins Elfmeterschießen kommen, dann hoffe ich auf einen Sieg für uns. Diesen Wunsch äußerte Klaus-Dieter Wollitz vor dem Pokalspiel. Wie wir alle wissen, wurde daraus nichts. Die 15.000 Fans sahen aber ein Spiel, das definitiv nicht für schwache Nerven war und eine starke Leistung von Energie. Doch was nützt das, wenn der Traum vom Weiterkommen erneut geplatzt ist? Diese Niederlage ist schmerzhaft. 5:7 heißt es am Ende gegen den SC Freiburg. Auch heute auf dem Trainingsplatz ist die Enttäuschung noch zu spüren. Also bei mir ist eine große Bitterkeit, große Enttäuschung, große Leere, große Frage, warum das wieder nicht gereicht hat, wenn man solche Spiele abliefert, mit einer bombastischen Stimmung, mit einer unglaublichen Begeisterung, was dann von den Rängen auf den Platz und vom Platz auf den Rängen übergeschwappt ist, hat es wieder mal nicht gereicht. Und ich habe das ja gestern schon mal gesagt, das wurde ja dann auch so ein bisschen schwarz-weiß. Fußball ist schwarz-weiß, weiß ist wahrscheinlich der Sieger, schwarz ist der Verlierer, weil die Farbe dann eigentlich dazu passt. Und Fußball geht zum Geld und wer mehr hat, kann mehr investieren und wer mehr investieren kann und vieles richtig macht, kann am Ende erfolgreicher sein. Der FCE konnte mit dem Bundesligisten gut mithalten. Die erste Halbzeit ging mit einem 0:0 aus. In der zweiten Hälfte schoss Marcelo de Freitas das 1:0. Damit lag die Cottbusser Mannschaft bis zur 90. Minute vorne. Genau dann kam der Ausgleich durch den SC Freiburg. In der Verlängerung verwandelten die Spieler auch noch einen Elfmeter. Freiburg erzielte somit das 2:1. Doch die Cottbusser gaben sich nicht geschlagen. Fabio Viteriti gleichte am 16er mit dem 2:2 aus. Mit diesem Ergebnis ging es nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Und normalerweise spricht dann eigentlich alles für dich, wenn du als Unterklassiger mit so einer Moral, mit so einer Einstellung, mit so einem taktischen Disziplin und mit hoher Laufbereitschaft und gehst ins Lucky Punch, also ins Elfmeterschießen, wirst du eigentlich immer belohnt. Aber wir werden letztes Jahr nicht belohnt, werden dieses Jahr nicht belohnt. Und sag nochmal, man kann alles analysieren, man kann individuelle taktische Fehler, man kann individuelle Spieler analysieren, die vielleicht auch nicht ihren besten Tag, aber warum am Ende dann immer der kleinere Verein, in dem Fall Energie Cottbus, nicht belohnt wird bzw. noch so hart bestraft wird, sind Fragen, die hätte ich mal gerne beantwortet. Ich selber habe da noch keine Beantwortung für mich gefunden. Der DFB-Pokal ist Geschichte, aber es gibt noch den AOK-Landespokal. Gegen wen Cottbus in der nächsten Runde spielt, entscheidet sich morgen. Während des Spiels und auch danach hat es, wie die Polizei mitteilt, keine Auseinandersetzungen zwischen den Fans gegeben. Allerdings wurde in der Nacht eine Frau in der Gertraudenstraße von einem Mann verfolgt. Als sie stehen blieb, soll er sich vor ihr selbst befriedigt haben. Die 33-Jährige ist daraufhin geflohen. Polizisten haben den alkoholisierten Mann später stellen können. Weitere Nachrichten gibt es jetzt im Überblick. Und die beginnen mit einer möglichen Auszeichnung für die Lausitz. Beste Kulturlandschaft in Europa. Die Lausitz und der Spreewald stehen zusammen im Finale des Europäischen Gartenpreises 2018-19. Sie gehören zu den Preisträgern in der Kategorie Beste Entwicklung einer für das europäische Kulturerbe bedeutenden Kulturlandschaft. Am 7. September wird der Gewinner ausgezeichnet. Dann muss sich unsere Region gegen die Konkurrenz aus Rumänien und Slowenien durchsetzen. Seit 2010 wird der Europäische Gartenpreis vom Europäischen Gartennetzwerk EGHN mit seinen Partnern verliehen. Trinkwasserversorgung beeinträchtigt. Die LWG baut einen neuen Regenwasserkanal in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dadurch kann von Mittwoch um 19 Uhr bis Donnerstag um 6 Uhr morgens die Trinkwasserversorgung in Cottbus-Mitte beeinträchtigt werden. Es kann zu Druckschwankungen kommen. Eisen- und Manganverbindungen können außerdem das Wasser trüben. Das ist gesundheitlich aber unbedenklich. Die LWG empfiehlt trotzdem, in dieser Zeit keine Waschmaschinen zu betreiben. Sportschule bekommt Unterstützung. Die Sparkasse Spree-Neiße hat der Sportschule für das neue Schuljahr 7.000 Euro übergeben. Sven Walter, Direktor der Direktion Cottbus Süd, hat den Scheck an Sportschulleiter Wolfgang Neubert überreicht. In diesem Jahr sollen mit dem Geld die Trainings- und Wettkampfmaßnahmen verbessert werden.
Die Lausitzer Sportschule ist eine von 43 Eliteschulen in Deutschland. Die Sparkassenfinanzgruppe unterstützt diese Einrichtungen seit 1997. Die Tierpflegerinnen von den Spreewelten sind geschockt. Sie haben in der Anlage 4 Pinguine tot aufgefunden. Ein Fuchs soll sie angegriffen haben. Bei den Pinguinen konnten Bissspuren nachgewiesen werden. Ein zusätzlicher Elektrozaun soll die anderen Pinguine jetzt vor Raubtieren schützen. Außerdem wird geprüft, ob eine Sondergenehmigung für den Abschuss beantragt werden kann. Fehlende Motorik und Koordinationsschwierigkeiten. Diese körperlichen Einschränkungen bei einigen Kindern werden oft erst im Sportunterricht festgestellt. Wie damit auch Trainer und Übungsleiter umgehen, wird ihnen in einem neuen Fortbildungskurs beigebracht. Daniela van der Meer und Stefan Bertram sind Übungsleiter. Normalerweise leiten sie Kinder und Jugendliche in ihren Vereinen an, doch heute sind sie es, die unterrichtet werden. Die beiden gehören zu 25 Trainern, die an einer ganz speziellen Veranstaltung des Stadtsportbundes teilnehmen. Ja, wir haben heute den Auftakt, und zwar die erste Fortbildung für Übungsleiter zum Thema Bewegungsdefizite. Wie gehe ich mit Kindern um, die Bewegungsdefizite haben? Deswegen auch die Kinder hier, um mal praktisch zu zeigen, wie man Kinder für Bewegung begeistert, auch wenn sie vielleicht nicht so viel Spaß am Sport haben oder vielleicht ein bisschen zu dick sind und sagen, der Bewegungsdrang ist halt nicht so ausgeprägt wie bei anderen. Bewegungsmuffel sind diese Sprösslinge hier aber nicht. Doch die Zahl der Kinder mit motorischen Defiziten in Deutschland ist alarmierend. Aktuelle Studien sagen, 15% haben Schwächen in Bewegungsabläufen und entwickeln ihre motorischen Fähigkeiten deutlich langsamer. Erfahrungen mit solchen Fällen haben auch Daniela und Stefan in ihren Vereinen gemacht. Wir hatten schon öfter Schwierigkeiten bei manchen Kindern, die gut anzusprechen. Also es gibt immer wieder Kinder, die nicht so gut vorwärts laufen können. 5, 6 Jahre können nicht gut vorwärts laufen oder rückwärts laufen. Und ich hoffe mir, dass wir verschiedene Übungen gezeigt bekommen und Methoden, um die genau anzusprechen. Es gibt heute wieder Kinder, die können wieder Seil springen und auch wieder einen Ball fangen. Das war in den letzten Jahren ein wenig schwieriger. Aber es gibt natürlich heute auch noch Kinder, wo man schon beim Balancieren merkt, dass noch gar nichts geht, obwohl es gehen sollte. Und genau da möchte die neue Fortbildungsreihe ansetzen. Anschaulich wird den Trainern gezeigt, wie man spielerisch Defizite angehen kann. Ob nun balancieren, rückwärts laufen oder einsammeln und werfen. Einfache Spieleinheiten für bessere Bewegungsabläufe. Ziel der Fortbildung ist es, dass in Cottbus mehr und mehr Sportvereine für das Thema fit gemacht werden. Wir wollen halt noch mehr Vereinsangebote initiieren, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Verein sich speziell an Kinder halt mit motorischen Defiziten wendet. Und deswegen ist es wichtig, halt diese Initialzündung zu geben, Leute zu finden, zu qualifizieren und diese Sonderangebote oder Zusatzangebote zu unterbreiten. Im Oktober wird die Reihe fortgesetzt. Die Teilnahme ist für Übungsleiter und Trainer wie Stefan und Daniela kostenlos. Anmeldungen sind noch möglich. Im Menschenrechtszentrum wurde heute eine rekonstruierte Kellergefängniszelle gezeigt, ein sogenannter Tigerkäfig. Die Häftlinge waren in ihm auf engstem Raum allein eingesperrt. Wie sich das angefühlt hat, darüber sprechen wir morgen mit einem ehemaligen Inhaftierten. Christian Risse übernimmt dann, schalten Sie wieder ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das 5. Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro am 26. August. Ein Sonntag für die ganze Familie. Erleben Sie Kutschfahrten, die Tierschau, Spaß mit der Ackerbanane und Hubschrauberrundflüge. Bei buntem Markttreiben verwöhnen kulinarische Highlights regionaler Produzenten ihren Gaumen. Das Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro bei Forst. Unterstützt vom ProAgro-Verband zur Förderung des ländlichen Raumes durch Mittel der EU und des Landes Brandenburg.
show kind. Cover myself a soap for all of my life. But this thing goes, it cuts like a knife. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Die kommende Nacht wird klar. Es wird aber langsam Zeit, die Decke wieder rauszuholen. Die Temperaturen gehen auf 15 Grad runter. Der Mittwoch wird wieder durchgängig sonnig. Das Thermometer steigt auf 27 Grad an. Es bleibt trocken. Am Donnerstag geht es genauso weiter. Temperaturtechnisch setzen wir nochmal einen drauf. 34 Grad sind drin. Das dürfte dann aber wohl der letzte so warme Tag in diesem Sommer werden. Manchmal ist es Zeit für etwas Neues. Tom ist auf der Suche nach einer neuen Krankenversicherung. Seine Frau Emma erwartet das erste Baby und er sucht eine Versicherung mit besonders guten Leistungen für seine neue Familie. Tom erfährt, dass die Knappschaft mit dem Aktivbonus Junge Familie ein umfangreiches Bonusprogramm während der Schwangerschaft bietet. Außerdem kann auch er kostenlos an dem Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen. Und so werden sie Mitglied bei der Knappschaft. Sobald Sie mindestens 18 Monate bei einer Krankenkasse versichert waren, können Sie nach einer zweimonatigen Kündigungsfrist zur Knappschaft wechseln. Bei Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes der vorherigen Krankenversicherung sogar schon früher. Füllen Sie auf knappschaft.de den Mitgliedschaftsantrag einfach online aus oder reichen Sie ihn per Post ein. Anschließend kündigen Sie mit der Kündigungshilfe der Knappschaft Ihre alte Krankenversicherung. Nach circa 2 Wochen erhalten Sie die Kündigungsbestätigung. Diese reichen Sie nun bei der Knappschaft ein. Den Rest regelt die Knappschaft für Sie. Willkommen bei der Knappschaft. Für meine Gesundheit. Ich laufe. Ich laufe. Ich springe. Ich springe. Ich fliege. Ich fliege. Ich gehe. Ich gehe. Ich schaue. Ich schaue. Ich renne. Ich renne. Ich denke. Ich denke. Ich lebe. Ich lebe. Ich träume. Ich träume. Doch bei der EG Wohnen wache ich auf und weiß, dass ich zu Hause bin. Wenn du von deiner eigenen Wohnung träumst, komm zu uns. Wir beraten dich gern zum ersten Schritt in deine Unabhängigkeit. Lass uns gemeinsam deine Träume wahr werden. EG Wohnen. Hier bin ich zu Hause. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Feuerwehr hautnah und live am Samstag, den 25. August in der Spreegalerie und auf dem Stadthallenvorplatz. Mit einer Ausstellung von Feuerwehrtechnik, einem Motorrettungsboot der DLRG und einer Mal- und Bastelstraße. Um 14 Uhr wird ein Rettungssprung vom Dach gezeigt und um 15 und um 17 Uhr führt die Feuerwehr simulierte Rettungsaktionen vor. Feuerwehr hautnah und live am 25. August ab 10 Uhr in der Spreegalerie Cottbus.
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.